Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion D2 im Ranglistenmodus. Er hat schon die Burg genommen, es gibt auch Gegenangriff, also mach Schwerster. Welcome to Nova. Ich probiere mich wieder auf Experte hochzuarbeiten, was gar nicht so einfach ist. Auf jeden Fall die Katze mit. Wir nehmen den Baum mit. Wir könnten das Tor mitnehmen. So. So sieht das doch gut aus. Wir starten mit dem Katzensplit. Keine Stacks. Keine Stacks, damit ich bei Fiesta auch verkacke. Oh, Nimbus. Nimbus könnte auch verkacken. Wenn du eine Schnecke kriegst, sieht es ganz schön knapp aus. Aber Katzen sollten auch verkacken. Ohne Stacks. Von daher werden wir das nutzen. Ich werde es schon in den nächsten Block reinpacken. Gatling Gun und Hunde. Okay. Das ist sehr gut. Genau zwei durchgelassen. So wie ich das wollte. Das reicht jetzt genau, um hier zwei Stacks reinzupacken. Machen Upgrade. Und dann ist mein Plan. Pass auf, das ist mein Plan. Die healen sich ja, wenn die maximal 6 haben. Da heilen die sich, wenn die eine Einheit killen. Und da werde ich davor den Lebensbaum platzieren, damit die sich auch so noch hoch healen. Das ist mein Plan. Ich habe zu viel gebaut. War nicht so schlimm. Deswegen machen wir hier einfach Kaulquappen hin. Drei Stück billige Einheiten. Ja, ich glaube, das halte ich auch wieder. Da bin ich wieder. Okay. Ja, das ist ja gut, dass ich halte. Ja, ich habe schon länger nicht mehr Fiesta gespielt. Also jetzt außer dieses eine Game, was ich da hatte. Und da muss ich mich erstmal wieder reinfitzen. Aber ich bin schon mit 7 Bürger gut dabei. Von daher alles entspannt. So, jetzt können wir einen Walker bauen, mache hier noch einen Stack rein und das sollte reichen. Jetzt habe ich schon 8 Walker auf Welle 4. Das ist schon krass. Triple Schnecke. Oh, das werde ich mehr verkacken, als ich da, als mir lieb ist. Na, er hat es noch gehalten.
Ist aber alles halb so wild. Noch sind wir gut dabei. So, wir machen Upgrade. Ich setze mal auch eine Katze hin. Bin mit 8 Urkunden wirklich schon sehr gut dabei. Okay, jetzt muss ich gucken, dass ich die nächste Runde dann so einen Baum hinsetze. Deswegen spare ich noch ein bisschen. Weil den Baum, den will ich auf jeden Fall hinsetzen. Ganz genau so. Und der Baum wird dann für mich heilen. Anscheinend muss ich warten. Ja, es sieht nicht so aus, kommt er zurück. Also muss ich solo weitermachen. Ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber vielleicht kommt er ja noch zurück. PC-Abkack oder so. Kann passieren. Wir gucken mal rüber. Und Pegasus ist schon Feuer ausgebaut. Boah, Saturn, das macht zu fette Arbeit. Ja, der Oberbildet. Ich kann 2 Worker gehen. Auch wenn das gierig ist. Aber ich bin in den nächsten beiden Waves mega stark. Jetzt die Schnecken reinschicken. King Upgrades. Den werden wir tauschen. King Upgrade. Diesmal habe ich aber keinen Worker, weil nächste Runde wird er mir fett schicken. Da werde ich Katzenstacks reinpacken. Seht ihr, das halte ich locker. Aber wenn ich 240 drunter bin, könnte ich da gierig sein. So, jetzt habe ich 2 Katzen maximal aufgewertet. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir müssen noch King-Upgrades machen, falls wir beide verkacken. Bei 240 und 3 Bluts ist das schon möglich. Ah, da bauen wir sofort weg. Jawohl, halt euch hoch. Auf jeden Fall erstmal ein Walker. Diejenigen waren nicht stark genug. Oh, das gibt's nicht. 13 Leben. Er hat es auch nicht gehalten. Ist gut, dass ich den King abgegradet habe. Jetzt muss ich solo weiterspielen. Da ist es gar nicht so einfach.
So, das heißt, wir platzieren einfach mal noch einen Baum. Hier drüben auch. Den wechseln wir wieder. Dann kommt da schon mal ein Stack rein. Welche Wave wäre perfekt? Ah, die Elf wäre nicht schlecht, ne? Und schon wieder gesendet. Die Elf wäre nicht schlecht. Die 10 wäre nicht schlecht. Dann schicken wir jetzt auf die 10. Bisschen Nimbus platzieren. Und dann sieht es schon schwierig aus. Wahrscheinlich stelle ich noch einen Baum hin. Ja, mehr geht nicht. Gucken wir mal, dass der Nimbus gute Arbeit leistet, aber sieht gut aus. Hat die Vulkankanone aufgebaut. Sehr schön. Ich bin zumindest ein bisschen durchgekommen. Mini-Leben. Ärgerlich. Wir nehmen natürlich den Gegenangriff. Ganz klar. Wechseln. Und ich würde natürlich erstmal den King upgraden. Weil ich ja möchte, dass ich so viel Mithril wie möglich kriege, wenn ich verkacke. Und das ist gut, wenn der King maximal ist. Ist aber an sich ein ganz geiler Plan. Pass auf, wir gehen auf Magic Waves, weil 5% mehr Schaden, die kacken schneller ab und hier machen Magic Waves am meisten Sinn. Jetzt haben wir die schon mal upgraded, das heißt, da ist Mega Healing dabei. Hier machen wir den einen noch rein. Und dann gehen wir wahrscheinlich auf die 15. 14 oder 15. Gucken wir mal. Oh, 420. Da kann sich auch die Katze nicht gut hochheilen. Mithril für mich. Also wir werden auf 14 gehen. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Also so viel Leben hat der King nicht mehr.
baue ein Tor. Katzenstacks. Und dann gehen wir auf 14. Ich könnte den Ogre mit reinschicken. Oder ihn. Hat die Vulkankanone als Stichschaden. Wir gehen mal auf den Geisterritter. Weg wieder rein. Stellen wir mal noch ein Tor hin. Wir machen noch den Dino rein, der hat noch Stichschaden. Das ist gar nicht schlecht. Drescherin war fast sofort tot. Das ist sehr gut. Jawohl. So muss es sein. So, das heißt, ich hole mal ein. Und dann sieht es ja schon mal sehr gut aus. Werde ich aber trotzdem auf Volleinheiten gehen. Bevor die einen fetten Send machen und ich verscheiße. Ich muss hier das Solo carryen, da ist ein bisschen schwierig. Wir upgraden die. Ganz wichtig. Den nehmen wir mit, statt den Kaulquappen. Ich glaube, Katzen haben wir genug, wir nehmen das noch mit. Und dann sammeln wir noch. Okay. Dann gehen wir auf die 16 mit drauf. Gucken wir mal, was wir da so leisten können. Gar nicht so leicht. Machen hier ein Upgrade rein. Können leider keinen Baum upgraden. Das heißt, wir machen noch mehr von denen. Die ganz schön drunter. Ach, drunter, Kacke. Oh, mein einer Starcaller, der kann aber ganz schön ballern durch die ganzen Mana-Rösser. Aber es reicht nicht. Ist viel zu viel. Nein, da kommen wir auch durch. Aber das wird's gewesen sein. Ja, der hält es hier. Das war's. Na gut. Kann man nichts machen. Eine Solo-Runde.
dann war das erstmal weiter unter Legion. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.